So, Kevin, du hast absolut keine Ahnung, was ich vorhabe, ne? Es ist Jahre her, dass nur wir beide zusammen in einer Minecraft-Challenge ein bisschen was machen wollten. Und ich habe einen Klassiker. Das habe ich schon mal gemacht, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es dir gefallen wird. Du bist ein großer Fan auch von Randomizern, oder? Ja. Was wäre denn, wenn ich heute einen am Start hätte für dich? Einen ganz besonderen Randomizer. Ich würde vielleicht selber herausfinden, wie man den Randomizer triggert. Okay. Oh nein. Sag mir mal so, du hast gerade Gras abgebaut und statt dessen, dass du, ist auch cool, dass er nur mich angreift, direkt. Der ist richtig sauer. Aber der, der will das nicht. Ding ist, das ist unter uns Grauhäutigen aber auch so ein Ding. Ja, du siehst, es ist hart gekocht, also es ist fest implementiert, dass eben Gras, bevor du einen Seed bekommst, tatsächlich immer, weißt du überhaupt, wie die heißen? Oh nein. Oh, warte. Ein Pillager. Ein Pillager-Spawn, das ist bei jedem einzelnen Block in unserer Minecraft-Welt fest eingebunden. Und das könnte ein bisschen schwierig werden, denn wir wollen ja gemeinsam Minecraft durchspielen und dementsprechend brauchen wir halt auch Enderperlen und auch Blaze-Rods. Nur wir wissen halt nicht so richtig, wie wir Blazes und Enderperlen mit. Ich bin mir sicher, dass du da nichts abbauen kannst. Ich würde sagen, Kevin, lass uns doch erstmal versuchen, hier ein bisschen abzuhauen. Und ich würde so viel sagen, Leute, lasst unbedingt einen Like da. Schaut unbedingt auch bei Kevin vorbei. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, wir werden eine sehr interessante Experience haben, um gemeinsam Minecraft durchzuspielen. Du hast aber auch gerade schon herausgefunden, was passiert, wenn du einen Holzstamm abbaust, ne? Also Oak auf jeden Fall. Da kommt auf jeden Fall der Bro hier raus. Aber ist praktisch, dann kann man das ganze Ding abbauen direkt. Warte mal, müssen wir so den Enderdrachen auch finden? Nee, den Enderdrachen, Okay. Das müssen wir schon auf den klassischen Weg machen, aber wenn wir das... Bro, das wäre ja krass, Alter. Es kann aber auch sein, dass der Enderdrachen... Du brauchst so Birke, aber auf einmal kommt der Enderdrache raus, Digga. Ja, das kann auch passieren. Aber ich habe nur gesagt, dass wenn er dort jetzt spawnt und wir den töten, dann hätten wir das Spiel nicht durchgespielt, sondern wir müssen schon auf dem klassischen Weg ins End. Okay. Also es kann trotzdem noch passieren. Kevin, okay, willst du vielleicht herausfinden, was Birke uns gibt? Will ich das machen? Ja, okay, komm, let's go. Yay, ein Zombie-Horse. Ist es das? Ja, ist ein Zombie-Horse. Das gibt es eigentlich normalerweise nicht im richtigen Spiel. Das kannst du nur per Comment oder eigentlich im Game-Mode spawnen. Oh, krass. Holy shit. Basti GG findet seltene Sachen. Aber rein theoretisch wäre das eine Möglichkeit, so erstmal Holz zu bekommen, ohne große Probleme, weil die machen uns halt nichts. Ja, das ist entspannt. Da würde ich sagen, nehmen wir uns mal gleich ein bisschen mit. Oh, ja, da, ja. Dass du... Ah! Warte mal! Ich weiß nicht mehr, was ich da gerade abgebaut habe. Was habe ich da gerade abgebaut? Ich habe irgendwas abgebaut. Den Crafting Table. Oh, Aus dem Crafting Table kommen die auch raus. Es kann auch sein, dass es halt über mehrere Sachen kommt. Ja, du solltest bei jedem Block, den du abbaust, immer wieder drüber nach... Also, ne? Sei dir immer sicher, dass da irgendwas ganz, ganz Gemeines und Gefährliches spawnen könnte. Ich habe dir, by the way, versucht zu helfen, indem ich den jetzt einfach schlage. Wäre cool, wenn du mir jetzt auch versuchst zu helfen. Ach so, ja. Mom. Der wird kurz ausgekrittet. Stark, Kevin. Das machst du sehr gut. Digga, er kriegt so crazy Damage. Der hat gar keine Chance, der Kollege. Bro, easy. Und Erfolg geholt. Ich habe ein bisschen Angst davor, jetzt Cobblestones abzubauen, ne? Ja, da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Willst du das vielleicht übernehmen? Weil ich habe jetzt nicht so viel... Ich hoffe, du fühlst dich wenigstens ein bisschen schlecht. Der arme Dicker, er wird jetzt einfach sterben. Ich hoffe, du fühlst dich wenigstens ein bisschen schlecht dabei. Ja, wir machen ihm noch einen Spielkollegen. Da haben sich aber ein paar gefunden. Bro, das wird so dumm, Alter. Ich habe 3 Herzen, ne? Es könnte sein, ich habe ein halbes Herz. Bro, die Challenge fängt schon mal richtig geil an. Ey, du kannst ja sehen, also so ging lange eine Challenge bei mir nicht mehr los. Oh Gott, weg. Ja, dann ist Reset. Also, Kevin, alle Challenges sind Hardcore. Bro, warum sagst du das nicht? Ja, ich dachte, das ist klar, weil du guckst meine Videos. Ach so. Oh mein Gott. Ja, ich habe nur ein halbes Herz. Heilige Scheiße. Was machen wir jetzt? Wir sollten uns um Essen kümmern. Das ist ein Skelett, by the way. Geh da nicht zu nah ran. Aber der verbrennt. Das ist gut. Lass mitnehmen für Bone Meal. Ich meine, wie kommen wir an Stein? Wie machen wir das? Warte mal, ich habe eine Basti GRG Idee. Geh weg. Okay. Ja, warte, mach noch nicht. Lass uns doch erst hier frei machen, oder? Das sind doch alles Okay. Oder? Dann machen wir das hier erst kurz frei, bis wir alles auf Stein haben. Was war das normale Grasblock nochmal? Dieses Pferd da, ne? Ein Esel. Das nennt man Esel, ja. Kevin. Dieses Pferd da. Die werden halt alle sterben, ne? Die werden alle sterben. Alles, was hier drin ist, das ist... Oh, die Armen. Du machst es aber dafür, dass es dir leid tut und so weiter, machst du es aber mit sehr viel Genuss gerade. Die machen auch Schaden, übrigens, wenn du sie schlägst. Bro, was? Papa Platte was slain by a dolphin? Ich hab's echt vermisst mit dir alleine. Ich hab's wirklich vermisst mit dir alleine ein Minecraft-Video aufzunehmen. Kevin, wir haben eine Menge neue Randomizer-Blöcke und du kannst gerne den Beginn machen. Womit hast du denn ein gutes Gefühl? Boah, ich hab ein gutes Gefühl mit dieser Ranke hier. Oh nein, nicht immer, Digga! Ich meine, es könnte bestimmt besser laufen mit einem Dschungel-Lock. Ja,
Ist okay, bringt uns auf jeden Fall. Also ist easy Holz auf jeden Fall. Und breit hier. Und das. Ich meine, das Gute ist ja an der Sache gerade, dass wir super, also viel, viel schneller an Holz rankommen. Aber das nächste Problem könnte Stein sein. Es kribbelt mir in den Fingern, hier irgendwas abzubauen gerade. Wirklich. Na, mach. Ach, Bro. Na, moin. Lass hier Dirt abbauen und dann einfach den Stein. Und einfach hoffen. Ja. Oh. Wisst ihr? Frosch. Okay, was ist das? Bro, das ist ein normaler Zombie. Eine Hexe hinter dir, Hexe hinter dir, weg, weg, weg. Sie ist hinterher gekommen. Ich bin auf einem halben Herz, Bro. Und bin noch, warte mal, ich bin noch geslowt für 10 Sekunden. Chill noch kurz. Oh, sie ist hier! Digga, das gibt's nicht. Digga, was? Basti, mein ganzer Screen ist gefüllt mit deinem Gesicht. Und, gefällt es dir? Du stehst ein Stück zu da gerade. Bro. Oha, frische Seiten, Digga. Sniff mal an dir. Sniff an den. Alright, Kevin, wollen wir uns dann um den Baum hier drüben kümmern? Wie sieht's aus? Let's go, dann machen wir's mal. Oh, er wieder. Oh, warte, sorry, den Trail schneiden wir, raus. Warte, wir bringen ihn kurz um, ich boss nochmal ab. Du denkst auch, dass das so schlimm wäre. So, ich baue jetzt den Birkenbaum ab. Oh, Papa Platte baut jetzt den Birkenbaum ab. Boah, Frosch, what the fuck, crazy. Okay, das ist aber gut, dann können wir jetzt easy, Holz bekommen. Das ist ja mega gut. Ey, Kevin Carry, gerade das YouTube-Video, ist wirklich insane. Digga, kein Problem. Lasst einen Daumen nach oben, da abonniert den Kanal. Jetzt, viele wissen gar nicht, ob sie abonniert sind oder nicht. Checkt auf jeden Fall mal, ob ihr abonniert seid. 97% meiner Zuschauer sind tatsächlich noch nicht abonniert, deswegen habe ich euch hier mal ein kleines Bild eingeblendet. Einfach ein Bild, was ich random auf Google gefunden habe, was überhaupt nicht meine Analytics widerspiegelt, aber ihr könnt ja trotzdem einfach mal abonnieren. Ich habe es bei den ganzen Amis gesehen. Ich würde sagen, Holz, also Holzding ist erstmal kein Problem. Wie sieht's denn aus mit Stein? Willst du... Ja, will ich. Okay, gib mal eine Prognose ab. Ich baue jetzt den... Ich baue Grasblock ab. Was denkst du, wird kommen? Blaze. Schaf. Oh Gott, Bro. Oh, warum denn immer er? Warum denn immer er? Immer er, Bruder. Wo haben wir die Kiste, die uns interessiert? Wo haben wir uns kennengelernt? Oh Gott. Ja, okay, ich mach's einfach alleine. Hier. Ich hätte auch gewusst. Falls du brauchst, da können wir 3 Brote draus machen. Und eine Suspicious Stew habe ich auch für ein bisschen Essen. Okay, top. Würde ich sagen, als nächstes holen wir uns den Schatz. Halt an, wir machen kurz auf Drive-By hier ein. Ich wollte hier den Schatz gleich holen, ne? Ja, warte. Ja, oh, ist okay. So auf Zaubertrick. Hey, und hier haben wir... Ehrlich, Brothers, mit einer neuen Show. Apropos Zaubertrick, ich spür was. Naja, bei 9.9, Basti, ich kenne das. Ah, sorry, ich hab den Trick verraten. Sorry. Tut mir, wir schneiden das raus. Nein, ich wollte es gar nicht verkaufen, als wenn es ein krasser Trick wäre. Nee, ist okay, mach. Nein, fake, aber ich hab. Ich fake die Reaction. Kevin, lass. What? Sorry, mein Timing war auf. Mein Kevin, sei doch einfach mal normal. Was? Wie random. Oh, ich ertrinke. Bruder, oha. Was war das? Der Trap. So, bum, 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 bum. Zack. Ein kleines Präsent. Sag mal deine Lieblingsfarbe. Blau oder lila? Bist du bereit, Basti? Ich bin bereit. Was ist passiert? Es ist ein Skelettpferd. Oh, ja. Ich hoffe, du kannst abends noch ein Spiel gucken. Ja, scheiß drauf. Ja, ich habe eigentlich einen ganz guten Plan hier gerade. Nein, ich habe einen besseren Plan. Geh mal weg. Also geh wirklich weg, vertrau mir mal. Ja, ich vertrau dir. Oh nein, oh nein. Weißt du, was es ist? Was? Die goldene? Ach so. Ah. Boah. Ey, das ist alles für Stein, ne? Boah, das ist schon ein Grind. Wir können sonst auch weitergehen, ich weiß nicht. Ey, jetzt haben wir es schon so weit geschafft, ne? Also. Ja, true. Ja, kann auch mal Stein kommen, bitte? Ach, Bro, jetzt kommt Gravel. Ist das Gravel? Ja. Okay, ich baue ab, ja? Gravel? Mhm. Okay, easy. Ja, easy. Wenn jetzt Stein was richtig Ekliges ist, dann kommen wir ja nicht so schnell raus, das weißt du, ne? Ja, wir riskieren. Du hast keine Schaufel, oder? Oh, hier ist ein Creeper. Ich habe übrigens kein Schild. Kevin, das ist ein Witz. Hier ist Dire Ride. Hier ist Dire Ride. Digga, was? Ich glaube, Kevin, lass uns bitte an einen anderen Spot gehen, das ist hier der größte Ja, Platz. Digga, das war aber auch so sauer gerade, wir sind viel zu lange hier. Da war ein Creeper. Jo, hab ich gesehen. Darf ich den nächsten Schatz suchen? Ja, aber es wird wahrscheinlich denselben anzeigen, weil es zu nah an dem alten Schatz ist. Ja, hab ich auch schon vermutet. Aber dafür habe ich einen Diamanten. Was sagt die Versorgungskiste? Cool, Mann. 18 Rotten Flash. Ich meine, besser als nichts. Wir haben aktuell noch gar nichts an Essen, so. Nee, da waren wir noch nicht. Wir müssen nach Nordosten. Boah, ey, was, bist du ready? Ich werde das First Try auch finden. Ja. Ich hab's gelernt jetzt.
Ich bin mir sehr sicher, dass du das First Try finden musst. Bestimmt jetzt noch gleich ein Stück nach rechts, oder? Nein, wir kommen nicht von da. Nein, nein, das ist hier noch. Ja, ein Stück nach rechts, woher weißt du? Da waren schon welche, das ist ein Crafting Table. Ja, okay, Mann, Jesus Christ, wir können weiter. Guck mal, da hinten haben wir einen, ich glaube, mehr oder weniger ein kleines Paradies an Sachen, die wir ausprobieren können. Oder wir nehmen hier. Ja, ja, mach. Warte, pass. Okay. Ja, die sind egal, oder? Ja, die machen Damage, Bro. Ist eher ungeil. Also ernsthaft nicht so sick. Okay, free food. Ich hab sogar eine Bowl. Okay, dann machen wir mal die blaue. Oh, wer ist er? Invoker, ne? Nein, das ist ein Illusionär. Den gibt's auch nicht im normalen Spiel. Das war blau, ne? Dann, also blau nicht nochmal abbauen. Blau nicht nochmal? Geld machen. Ja. Oh, perfekt. Ein bisschen Food für die Jungs. Oh, Digga, das ist wieder so ein Bild. Und Oh, nee! Aber ich kite ihn und du machst dann immer Damage. Ja, wir machen immer abwechselnd, genau. Stark, das Beste. Boah, Digga, das beste Twitch-Stuf. Was kann soll ich man sagen? Kann man nichts anderes sagen. Ich würde mal auf riskant kurz den Crafting Table abbauen. Okay, ist gut für... Ich mache hier noch einen Freund, so jetzt. Ist gut für Bett. Könnten wir vielleicht jetzt schon machen, aber können wir auch jederzeit machen. Basti, wir haben eine Haufen neuer Blöcke. Oh mein Gott. Hier haben wir, hier hätten wir Akazien. Auf schnell, auf nebenbei. Hühnchen. Hühnchenstrip. Gefährte Betten können wir noch tryen. Lass uns erstmal ums Room Portal kümmern. Und dann, Bro, ja. Guck mal, wie viel wir haben im Mesa-Biom. Wow. Unfassbar. Digga, traumhaft. Du darfst starten. Okay, ich würde mal den Magma-Block einmal machen. Oh, Bro, nicht ehrlich. Okay, ein Invoker. Ah, nee, so ein Kopierer. Wie heißt der nochmal? Illusionär. Ja, genau, der. Oh, Bro, der haut gut rein. Ich dipp mal. Er ist tot. Down. Dann Netherrack. Habe ich gestern nicht genug abgebaut von. Oh. Ey, was war das? Netherrack? Ja. Okay. Dann würde ich jetzt hier die Slab machen. Oh. Okay, ist ein Hund. Dann LA. So ein Vieh, was uns genau die. Oh, das ist sein. Dann haben wir noch ihn. Sein oh nein, hier ist wieder so ein nerviger kleiner. Sein kleiner Bruder. Oh, das, wir haben die gleichzeitig abgebaut. Ja, yep. Dann hätten okay, wir noch. Schön, dann würde ich Crying Obsidian und Goldblock auch erstmal. Wollen wir den machen? Ja, lass uns vielleicht vorher nochmal pennen gehen, Bro. Oh ja, okay, true. Oh. Achso, pass auf, das ist Creeper. Ja, der liegt da liegt noch dein Bett. Wir haben hier noch Mossy. Husk. Ja. Na dann, du willst Crying Obsidian abbauen? Ja, dauert ein bisschen, ne? Aber würde ich mal. Oh. Oh nein, nicht eher wieder. Komm, Alter. Komm, Basti, komm, mach wieder ins Wasser, los. Komm, mach ihn rein. Ich habe das Gefühl, dass er da nicht ertrinken kann, weil, also, nur so nur vom... tief genug sein? Meinst du es nicht tief genug, Kevin? Okay, technisch gesehen ist sein Mund und seine Nase unter Wasser. Dann mach okay, du... Dann mach ich Crying. Mach du Crying, ich mach Richtiges. Das dauert manchmal echt lang. Schon eine Weile. Ja. Okay, das Ding ist, wir müssen halt mental ready sein, ne? Wenn da jetzt was Krasses drin sein könnte, also ist, you know? Ja, ich habe ein bisschen Angst. Da kann ja jetzt alles drin sein auch. Ich habe auch Angst, dass da irgendwie ein Wither drin ist oder so. Ja, aber das kriegen wir hin. Eine Ziege. Ein Trading Lama. Okay. Hier unten sind diese ersten Dingsblöcke. Ich weiß leider nicht, wie die heißen. Terracotta. Ja, genau. Ich baue dunkelbraunes Terracotta ab. Ist ein Gas. Your time to shine. Warte mal. Jetzt. Nee. Nicht kaputt machen. Feuer abbauen. Ist ein Blaze! Oh mein Gott! Boah, das ist so cool, das ist so satisfying, dass Feuer eine Blaze ist, Digga. Macht mich auch glücklich. Wollen wir eventuell den Gas auch noch Feuer töten? Ja, mach gut, das ist deine Aufgabe. Ja, er ist weg. Ja, aber top! Damit haben wir Blazes. Es wäre auch echt schön, wenn wir noch Enderpennen, also auch noch. Boah, eine dritte, die Droprate ist gerade wirklich insane. Hast du eine bekommen? Nee. Ey, bekommst du die ins Inventar, wenn du da unten stehst? Dann brauche ich nicht jedes Mal runtergehen. Also ein bisschen schneller. Ja, passt. Ich wollte vier, meintest du, ne? Genau, ich habe vier Stück schon. Oh, du hast noch eine bekommen, okay. Glaube ich. Ja, jetzt sind wir acht. Boah, geil. Ja, lass mich noch mal ein, zwei mehr mitnehmen. Auf der anderen Seite können wir halt auch jederzeit noch neue holen. Wir haben ja, aber wenn wir es einmal haben, also über Blaze Drops müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, hätte mich das Feuer getroffen, wäre ich tot. Gut, dann, Holy shit. Gib mir doch mal gerne deine Blaze Drops ab und dann, top. Dann nur noch Enderperlen und dann haben wir nur noch einen Enderdrachen vor uns. Also pass auf, du darfst dir eine Terrakotta-Farbe jetzt aussuchen und das, was du abbaust, ist mehr oder weniger dein Fighter, den du in den Kampf stellst. Mhm, oder sagen wir mal okay. So, das, was du abbaust, repräsentiert dich vom Coolness-Level. Okay, dann würde ich diesen roten hier nehmen. Das rote Terrakotta ist meins. Ich nehme hier das weiße. Sag mal, was ist ein okay. Powerplatte? Coolness-Level, repräsentiert in Minecraft-Monstern. Ja, du meinst vorhin, du feierst den nicht so. Doch, der ist schon cool. Nutzlos. Ob ich jetzt so viel cooler sein werde?
Boah, okay, das ist schon cool. Junge, die Katze kann gar nichts. Sorry, der Ocelot. Das ist ein Ocelot. Ja, my bad. Okay, dann nehme ich normales Terrakotta. Runde 2. Auf geht's. Ja. Bro, red bitte keinen Zombie gut. Ein Zombie ist Quatsch. Er ist stark gewesen. Er hat mir gerade 4 Herzen gezogen, ziemlich schnell. Dann nehme ich Orange. Um stark zu sein. Ja, wir reden nicht weiter. Ja, Bruder, also. Ja, ja, ist okay, also, ist okay. Da, also, die Rewrap-Runde habe ich gewonnen. Guck ihn dir an, Digga. Guck ihn dir an, wer ist er? Digga. Okay, Runde 3. Ich nehme Gelb. Dann nehme ich den Grauen. Ja, fang du an. Let's go! Ja, Bro, das, Digga, big! Okay, ich mach meinen noch kurz. Ist cool, aber auch nochmal genau das, was wir brauchen, Bro. Bitte, das dürfen wir jetzt nicht verkacken. Oh mein Gott, nee, 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 machen wir nicht, das ist der Run. Okay, ich mach meins. Einfach Light Terrakotta. Der ist nicht schlimm, ne? Der fehlt nur. Der ist nicht schlimm. Boah, let's oh go, oh mein Digga. Gott, lass uns pennen gehen, Kevin. Oh mein Gott. Oh, der ist gut. Freunde, das könnte der Run sein. Okay, dann krieg ich die mal aus hier, die Jungs. Ey, danach nur noch Pfeile eigentlich. Und einen Bogen. Strong. Und danach das hier was, ne? Das hier oder was? Hellgrau? Light Gray. Ah, nee, das hier. Ja, das ist ja Light Gray. Achso. Fäden haben wir auch noch, aber ich würde es jetzt ungern probieren, weil eigentlich ist es unnötig. Ja, also ich würde jetzt kein Risiko mehr eingehen. Wir sollten jetzt keine Blöcke mehr abbauen, bei denen wir uns unsicher sind. Wir gehen auf Safe. Schön, dass die erste, beziehungsweise die dritte insgesamt. Vierte, fünfte, ja, Junge. Oha. Also wenn es in dem Tempo bleibt, dann wäre ich. Wir haben 5 Stück. Ich hab 8, by the way, ich weiß nicht, wie viel du hast. Ich hab 5. Ich glaube, wir sollten jetzt aber auch genug haben. Kevin, mein Bester, möchtest du mir deine Enderperlen mal geben? Liegen hinter dir? Du weißt, was wir vorhaben, oder? Oh mein Gott, Digga, ich bin so hyped. Wir werden. Wir können diese Challenge jetzt halt schaffen, das ist geil. Wir können diese Challenge halt auf. Ich hab mit allem gerechnet, wenn ich das für die Challenge wirklich schaffen. Wir enden damit, dass wir es nicht schaffen. Es wird so ein bisschen chaotisches Video, aber dass ihr, also, ne, wenn ihr bis zum Schluss jetzt dran geblieben seid, ihr werdet tatsächlich sehen, wie eure. Ja, also. Nee. Leute, lasst doch mal ein Like da jetzt. Oh mein Gott, Kevin, also, doch mal jetzt. Das Ding ist. Ich wollte auch mal mit deinen Zuschauern sprechen, Digga, hä? Ey, Leute, ich muss wirklich sagen, ihr seid die Besten. Leute, schreibt doch mal eure ehrliche Meinung zu Papa Platt in die Kommentare. Das Ding ist halt. Oh mein Gott. Da steht das aus wie: bitte nie wieder mit Kevin. Boah, stell mal vor, ich hab so lange nur alleine mit dir ein Video gemacht, ich schreibe so voll viele voll Kacke und so. Oh nein. Ich würde sagen, erst das Endeauge, Kevin, Augen auf. So, in Richtung Nordwesten. Okay. Hatten wir irgendwie herausgefunden, wie man Skelette bekommen kann? Boah, ich glaube ja. Vielleicht Pumpkin abbauen? Für Pumpkin auch mitnehmen? Müssen wir eigentlich, oder? Für. Warte ganz kurz. Würde ich sagen, auf Safeness. Wir können einmal den. Und einmal. Wir brauchen ja eh den gekarften. Aber du willst beide abchecken, dann oder? Würde ich. Boah, ich weiß. Die Neugier konkurriert gerade mit dem, wie ich will es schaffen, weißt du? Wir bauen mal beide ab. Okay, das ist easy. Mach ich auch noch eine. Ja, perfekt, Digga. So, hier ist deiner. Danke dir. Dann warten wir noch, bis Poison weg ist. Okay, dann mach ich jetzt den nächsten. Okay, easy. Oh, bringt uns aber nicht viel. Ja, bringt uns nichts. Okay, dann geht's weiter. Dann würde ich sagen, fahren wir mal ein paar Chicken, wa? Ja, so, also super viele Federn brauchen wir nicht. Ich hab eh schon 8 Stück. Die bringen bei der Warrior Sticks, Digga. Ist eh geil. Da kriegen wir gleich auch die Sticks. Ja, perfekt. Schön noch, Dings. Musst du nur noch irgendwas finden, was Strings droppt? Ich meine, du hattest doch vorhin einen Strider. Die Spinne, oder? Die Cave Spider. Ja, wir könnten aber auch einen Strider machen, der wäre ein bisschen entspannter. Der war oben irgendein Terrakotta-Block. Weißt du noch? Oh ja, true. Mhm. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, das müsste gelb gewesen sein. Und Strider droppt nämlich auch Strings. Kannst du dir immer... Mein Chat meint, es ist gelb. Ja, ich glaube auch. Ist es auch. Okay, dann baue ich noch ein paar Chicken ab und dann machst du gelb oben. Die Strings. Ja. Wofür sind die Strings? Für Bogen? Genau. Okay. Hab genug. 2 Bögen und dann haben wir jetzt wirklich alles, was wir brauchen, um Minecraft zu spielen. Egal, ich fass es. Es ist, also so richtig kann ich es auch nicht fassen, aber... Oh mein Gott. Hier hast du noch einen halben, also 24 diese, Pfeile. Diese Challenge nimmt eine unerwartete Wendung. Aber auf Ernst, das ist... So, hab ich nicht stören. Wie sieht's aus mit Essen? Nochmal Essen vorbereiten? Ich hätte jetzt 25... Obwohl, nee, ich hab genug. Ich hab 26 der Lachs sollte ernst reichen, das ist echt gut. Ja, ich hab noch 26 Raw Chicken, das ist easy. Aha, guck mal hier. Ah, okay, so schön nach links, okay. Ja. Ich glaube, wir nähern uns schon gerade sehr, sehr gut. Es geht einmal, bitte lass es jetzt nicht unter dem Tempel sein, oder? Wir müssen halt, das ist halt super unangenehm. Aber wir müssen dort halt hin, zum Ocean Monument, aber da ist noch ein Typ mit einem Trident. Bro, wir dürfen nicht vergessen, wir müssen auch noch Cobblestone abbauen, um runterzukommen. Und Cobblestone war irgendwas nicht Gutes. Ja, das war... ein Guardian. Okay, ist ein Guardian vom Ding her schlimm? Kann der uns Damage machen ohne Wasser? Ja. Oh ja, okay, kann er. Oh, das ist nicht so gut, Digga. Wie machen wir das?
Was ist, wenn wir mit Betten immer wieder einfach Dings spammen? Ja, gute Idee, gute Idee. Creeper-Spam. Nee, es ist halt wirklich genau unterm Ocean-Monument. Minus 1. Ist es gerade zurückgegangen? Ja, es ist runtergegangen. Das gibt's nicht, Digga, das ist ja Übermüll. Ein Stronghold unterm... Oh mein Gott, no way. Dann komm mal mit, rein. Mach dir mal eine Tür. Ja, ich muss sie noch craften gleich, aber... Ja, oh nein. Wir müssen uns die Blume holen. Hoffen, dass wir die auch bekommen, die uns eine Kuh gibt, damit eine Menge Kühe Mining-Fatigue immer wieder aus dem Weg gehen und dann kriegen wir das hin. Lass mal nochmal ganz kurz die Stair probieren, Bro. Kann sein, weil wir hatten, ich meine, auch eine normale Kuh. Ich würde das nochmal ganz kurz tryen vorher. Hatten wir Slab gerade probiert? War das Slab, die ich gerade geplaced habe? Nee, ja, das war die Blume. Nee, das konntest du halt nicht abbauen. Ach, ich habe noch 1 Minute 20. Sei mal auch ready, dass wir vielleicht auch dein Bike tippen können. Ich hab das Fluchtauto hier. Ich mach mal so. Oh, Kevin, du hast ein absolut... Oh mein Gott, let's go, Ich hätte das wirklich vergessen. Könntest du eventuell mal deine Kuh beschwören? Warum? Damit wir beim Ocean Monument direkt eine Kuh haben, weil wir sie unter Wasser nicht so easy platzieren könnten. Beziehungsweise du mit Mining Fatigue nicht die Stair abbauen kannst. Und dann haben wir sie direkt über uns. Oh. Ja, finde ich einen guten Take. Okay. So, hier ist unsere Milchstation, unsere... Ich habe schon direkt bekommen. Okay, dann einmal voll machen und dann runterkommen, ne? Genau, hier unten müssen wir hin. Boah, das wird so painful, ne? Digga, ich hab Curry auf meiner Tastatur. Ja. Ja, die machen halt auch ordentlich Damage, ne? Okay, wie lösen wir das am besten? Was ist die Strat jetzt hier? Erstmal müssen wir uns irgendwie einbauen, dass wir da ja, so wollen wir Ruhe. Hier... Ja, wollen wir hier in die Wand? So, hier so? Ich würde jetzt... Guck mal, ich hab jetzt hier schon den Block. Ich würde hier einfach weitermachen. Okay, mach mal. Ich nehme mal meine noch nicht. Okay. Können wir den killen? Hat der viel Leben? Das geht eigentlich so. Das sind 3 Hits mit der Axt. Schön. Also ich meine, es ist nur eine Frage der Zeit. Wir kriegen das schon hin, solange wir halt einfach vorsichtig spielen. Ja, es dauert halt lange, aber sieht so low aus bei mir. Wie du da so Kopf über die Ding wegangelst. Ah, er tötet... Okay. Oh mein Gott, das ist der Play! Was denn? Er geht zuerst auf den Glow Squid. Oh, ich muss mich... Oh Gott. Aber ich glaube, ich mache die Kuh hier unten. Ich würde dann... Was nee, war nee. Eisen? Mach hier die Geode auf und ich würde in der Geode dann eine spawnen. Hier. Und boom. Nice. Oh mein Gott, let's go. Ey, dann lass hier runtergehen. Perfekt. Ja, genau. Ja, true. Oh mein Gott, perfekt. Oh mein Gott, Bro, ich bin stuck. Was, ich bin stuck? Kriegst du es noch hin? Oh. Komm erstmal hoch. Oh! Ich hab das Bett aber verloren. Ist nicht schlimm, ich hab noch eins. Wir haben auch Schafe Unlimited, Bro. Es ist ein Crafting Table. Wir brauchen nur Holz. Okay. Oh mein Gott, Chad, wir sind kurz davor. Wir sind kurz davor, das Ding hier zu holen jetzt. Ich muss halt immer nur gucken, dass ich das Bett immer wieder einsammle. Aber das geht. Boah, ich hab so Angst, falsch zu stehen, weil wenn du halt hinter dem Creeper stehst, dann stirbst du. Auch wenn du blockst. Brauchst du Milch? Nee, passt. Alles gut. Also, Bob macht kein Problem erstmal hier. Wie viel Platz hast du unten? Kann ich runterkommen? Also, da hier ist genug Platz, ja. Komm runter. Alter, ist das insane. Du musst aber... Ja, genau. Block einfach durch. Mhm. Oh! Wir wissen aber nicht, was Planks sind, Bro. Wir haben jetzt hier unten Deep Slate, ne? Also, Cleanstone ist vorbei. Oh! Das heißt... Oh mein Gott, Weg! Könnte jetzt ein neuer, chilliger Block sein. Oder das könnte jetzt ein Wither sein. Ich bin tot. Es ist ein Kaninchen. Oh. Oh mein Gott, ich komme, Bro. Oh mein Gott, beste Mann. Ich liebe Kaninchen. Jetzt müssen wir halt nur noch hoffen. Also wir sind halt ein bisschen weg von den Koordinaten vom Stronghold eigentlich. Also von der genauen Position, wo wir eigentlich hin wollten. Okay, Bro, ich würde dann langsam runterkommen. Ja, das Problem ist, Kevin... Oh mein Gott, er ist wirklich hier. Der Stronghold ist hier. Oh mein Gott, haben wir ihn? Wir haben ihn. Oh mein Gott! Okay, ich komme. Du musst mal ein bisschen Platz machen. Ich habe hier noch ein bisschen... Ein paar Freunde am Start. Ey, meine... Platz machen. Oh. Ja, die kommen gleich wieder mit runter. Oh mein Gott, nee. Eine Wex. Der Stonebreak ist eine Wex. Aber sie ist weg. Sie ist durch die Bäume. Würdest du sagen, sie ist Wex geglitscht? Nee, sie ist noch hier, aber einfach blocken. Wir müssen jetzt hier... Kevin, das Wasser muss weg. Das Wasser muss weg. Ist Wasser ist weg. Okay, wir... Ich hab kein Schild, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja, wir müssen jetzt... Hier abbauen. Ich bin tot, glaube ich. Ich komme hier nicht raus. Ich glaube, ich bin auch tot. Ich bin stuck.
Oh mein Gott. Ey, sorry, Bro. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich konnte nicht blocken, ich konnte kein Wasser placen. Ich war einfach nur überfordert mit meinem Leben. Ja, liked und das ist ein Kommi da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war ja die anstrengendste Stronghold-Aktion aller Zeiten. Unter einem Ocean-Monument, dauerhaft Mining-Fatigue, dann sind Cobblestones, ist noch Cleanstone, ein Guardian. Beim Runterbauen im Eimer 1 noch ist der Stormbreakenden Vex. Und wir schaffen es ja sogar, uns runterzubauen. Also das Digga, hast, es ist so unsatisfying. Also, du hast ja gesehen, dass, wir haben es ja geschafft, uns runterzubauen, aber dann war der, dann war das Eisengitter davor, dass wir jetzt nicht raus konnten. Aber GG, Mann. War ein nice Try. Also der letzte Try war wirklich gut. Ultra geil. Lass das bitte wiederholen und finishen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ist eine geile Challenge, die kann man auch vor allem immer und immer wieder zocken.